Name ist Stefan Bohn. Ich bin Geschäftsführer bei Panattoni in Deutschland. Ich sitze hier im Mannheimer Büro. Bin jetzt mittlerweile auch schon seit über 8 Jahren bei Panattoni in Deutschland. Panattoni ist Europas größter Entwickler von Industrie- und Logistikimmobilien. Wir in Deutschland sitzen mit dem Hauptsitz in Hamburg, haben noch ein Büro in Düsseldorf. In Mannheim, unser zweitgrößter Standort, in München und in Berlin. Wir haben die letzten 9 Jahre über 100 Projekte entwickelt. Das heißt, etwas mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter Logistik- und Industriefläche. Und sind damit sehr erfolgreich und auch die letzten Jahre sehr stark gewachsen. Wir stehen aktuell hier in Mannheim im Neckarauer Gewerbegebiet. Das ist ein alteingesessenes Gewerbegebiet. Die Fläche beträgt roundabout etwas mehr als 15.000 Quadratmeter. Das ist ein sogenanntes Brownfield, das wir hier erworben haben. Hier wurde so im Ende 19. Jahrhunderts wurde hier eine Produktionsstätte aufgebaut. Hier wurde jahrelang Kunststoff produziert für Spielwarenpuppen. Der Standort wurde damals nach und nach auch ausgebaut bis auf 80.000 Quadratmeter. Am Ende waren es nur noch Kleinstflächen. So in den 60er Jahren wurde dann hier umgenutzt und leider die Produktion verlegt an einen anderen Standort. Dann gab es eine Nachnutzung, hier wurden Teile von John Deere dann eingelagert. Und die letzte Nutzung war, der Eigentümer hat eine Halle als Kartbahn verwendet. Und das Geschäft hat er dann vor ein paar Jahren eingestellt. Wir entwickeln hier unser sogenanntes City Dock, ein kleinteiliger Gewerbepark von ca. 10.000 Quadratmeter Nutzfläche. Das ist aufgeteilt in 2 Gebäude, die jeweils 4.800 und 5.200 Quadratmeter haben. Die Nutzfläche ist in diverse Units aufgeteilt. Die Units haben eine Größe von ca. 1.000 bis 1.500 Quadratmeter. Und wir haben jetzt mit dem Abbruch begonnen und werden voraussichtlich Ende des Jahres eine Halle fertigstellen und dann Q1 24 mit der zweiten Halle komplett fertig sein. Welche Herausforderungen haben wir hier? Wir befinden uns hier in einem klassischen Brownfield, ein alter Produktionsstandort, der stillgelegt wurde. Wir sind klassischerweise mit einem Umweltgutachten herangegangen. Wir haben Bodengutachten erstellt. Wir haben einen Schadstoffkataster von den ganzen Bestandsgebäuden erstellen lassen. Wir haben natürlich eine Legal DD angeschoben, haben uns mit der Historie von dem ganzen Standort beschäftigt und all diese Punkte dann analysiert und haben jetzt hier eigentlich keine besonderen Kontaminationen festgestellt. Es gab hier mal noch eine Dieseltankstelle und einen Waschplatz. Da hat man dann in Kleinstbereichen dann ein bisschen CKW-Kontaminationen gefunden, was aber jetzt keine großartige Sanierung nach sich gezogen hat. Wir haben klassisch Asbest gefunden. Also von daher gesehen sind wir durch die DD ganz gut gekommen. Und haben natürlich uns auch mit dem Thema Artenschutz, was natürlich heutzutage auch ein ganz wichtiges Thema bei den Behörden und allgemein bei Projektentwicklung ist. Und auch da haben wir jetzt eigentlich nichts Dramatisches gefunden. Unsere Entwicklung aktuell über 30 Projekte, davon sind es 20 Baustellen. Und in der Tat haben wir derzeit roundabout 70% aller Entwicklungen bei Panattoni in Deutschland sind Brownfield-Entwicklungen. Also da hat sich im Prinzip tatsächlich das Augenmerk extrem gewandelt. Sogenannte Greenfield-Entwicklungen werden immer weniger. Also die Tendenz aber ist ja schon seit Jahren in ganz Deutschland die sogenannten Brownfield-Entwicklungen. Derzeit unsere größte Brownfield-Entwicklung ist in der Region Rastatt. Wir haben in Bischweier ein Grundstück erworben. Das sind roundabout 250.000 Quadratmeter. Das ist eine ehemalige Spanplattenfabrik von der Firma Kronospan, die wir erwerben konnten.
Da läuft derzeit auch der Rückbau. Hier werden wir für Mercedes-Benz ca. 130.000 Quadratmeter Logistikflächen entwickeln. Wir haben jetzt das letzte Jahr ein Panattoni Green Building entwickelt mit allen möglichen Features vom Gebäude über die Gestaltung der Außenanlage. Aber ich glaube, die wichtigste Entscheidung erstmal war, dass wir entschieden haben, zukünftig keine fossilen Brennstoffe mehr zu verwenden für die Beheizung. Da haben wir vor einem Jahr circa entschieden, dass wir zukünftig nur noch mit Wärmepumpen, ob es Luft-Luft- oder Luft-Wasser-Wärmepumpe ist, da sind wir relativ flexibel. Da schauen wir uns immer die Standorte an oder es kann auch gerne Fernwärme sein oder Geothermie. Wir nutzen natürlich auch das anfallende Regenwasser, Grauwassernutzung für die Außenanlage. Wir versuchen, das Regenwasser zu versickern über Versickerungsbecken oder Regenrückhaltebecken oder Verdunstungsbecken. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das haben wir alles in unser Repertoire mit aufgenommen. Prinzipiell sind wir da flexibel aufgestellt, auch bei der Außengestaltung, Wildblumenwiese, Streuobstbäume, einfach ein bisschen mehr wie vom Planungsrecht gefordert. Zum Thema ESG ist natürlich genau das Gleiche. Das Thema ist so wichtig. Wir haben intern eine ESG-Arbeitsgruppe aufgestellt. Das geht los von ESG für die Firma, für Panattoni in Deutschland, über ESG für die Projektentwicklung mit allen möglichen Maßnahmen, die wir hier beschlossen haben, die wir auch umsetzen. Und da freuen wir uns, dass wir sowohl unseren Kunden wie auch unseren Investoren ein schönes, nachhaltiges Projekt anbieten können.